Hallo liebe YouTube-Freunde, hallo liebe Filmfreunde. Heute ist wieder Montag, es gibt das Montags-Update von mir, die Filme, die ich mir letzte Woche gekauft habe und eine kleine Ankündigung. Ich habe geplant, zu meinen 111 Abonnenten ein 111 Abonnenten-Gewinnspiel zu machen. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe sogar schon 112 Abonnenten. Das Gewinnspiel wird allerdings erst nächste Woche folgen. Nennt sich dann aber trotzdem das 111 Abonnenten-Gewinnspiel. Ja, es wird eine Schätzfrage geben. Ihr könnt natürlich dann alle gerne teilnehmen, die bei mir Abonnenten sind. Und was genau geschätzt werden soll, werde ich euch dann zeigen. Dazu werde ich dann nächste Woche Montag ein Video hochladen mit der Schätzfrage und dann gleichzeitig mit dem nächsten Update. Ja, seid gespannt. Ich freue mich schon drauf. Und ja, die Preise habe ich schon zur Seite gelegt. Dann werden wir mal sehen, was es dann gibt. Ja, jetzt geht's los mit dem Update. Ich habe mir wieder einige Filme zugelegt. Ich war wieder mal im Secondhand-Laden. Ich war gestern auf dem Flohmarkt. Eigentlich für den Markus 1996 ACAB. Hatte für ihn eine Box dort gesucht. Die Haus 1 bis 4 Box. Leider hatte der Händler die Box nicht mehr vorrätig. Deswegen konnte ich die dem Markus nicht besorgen. Habe mir aber natürlich, wenn ich schon mal da war, auch ein paar Filme mitgenommen. Und ein paar Bestellungen habe ich auch noch gemacht. Ja, ich lege dann mal los. Ja, der erste Film, den ich mir geholt habe, ist der Film Einsam, Zweisam, Dreisam. Ist so eine dramatische Komödie, würde ich sagen. Es geht hier um so eine Dreierbeziehung zwischen diesen drei Darstellern hier. Einmal haben wir hier den Stephen Baldwin aus der Baldwin-Familie, Lara Flynn Boyle und Josh Charles. Es geht hier um so eine Universität, es sind alles drei Studenten. Ja, die zwei ziehen in ein Zimmer. Er, Stephen Baldwin, ist so ein Aufreißer-Typ, der auch ständig irgendeine Frau wieder im Zimmer hat. Und Josh Charles ist so ein bisschen verwirrt, er weiß nicht, wo genau er hingehört. Fängt dann an, irgendwie Gefühle für ihn zu empfinden. Dann kommt halt noch die Lara Flynn Boyle mit in die, ja, ins Zimmer, zieht dann bei denen noch mit ein und dann baut sich so eine Dreierbeziehung auf, weil sie verliebt sich in ihn, er verliebt sich in ihn und er ist scharf auf sie und irgendwie funktioniert das nicht richtig, keiner weiß genau mit den Gefühlen wohin. Ist also eine richtig coole Komödie, teilweise auch dramatisch und ja, hat mir sehr gut gefallen, fand ich damals schon gut, hatte ich damals schon auf VHS, habe ihn jetzt endlich wieder auf DVD. Solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen, ist wirklich ein schöner Film. Ja, deswegen habe ich mir den dann mal mitgenommen. Dann habe ich mir geholt Flucht aus L.A., Kurt Russell, wieder als Snake Plissken in John Carpenters Klapperschlangenfilmen. Finde ich auch sehr geil. Die CGI-Effekte fand ich zumindest bei einer Szene sehr schlecht. Das war die Szene mit der Welle, wo er dann ja, durch diese Stadt surft. Das fand ich nicht so gut gemacht. Der Rest des Films aber grandios, finde ich richtig geil. Auch die Stimmung kommt wieder auf, wie im ersten Teil. Kommt natürlich nicht an den ersten Teil ran. Aber Kurt Russell als Snake Plissken ist einfach Kult und deswegen musste ich mir den zweiten Teil natürlich noch zulegen. Ja, dann habe ich mir geholt für 4,99 beim Saturn Geballte Ladung. Ich hatte den zwar schon in der schönen großen Hardbox von 84 Entertainment, leider ist dort aber ein Repack und die DVD, die dort drin ist, ist leider in Vollbild, also 4:3 Format, ist auf einem 16:9 Fernseher immer scheiße und die Version hier hat 16:9, ist natürlich Vollbild, also füllt natürlich den kompletten Bildschirm aus und sieht einfach cooler aus auf dem Bild. Weil dieses Ranzoomen macht dann auch irgendwie keinen Sinn. Deswegen dachte ich mir, kaufe ich mir den noch für 4,99. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Hardbox verkaufe oder ob ich einfach die DVD hier in die Hardbox rein tue. Jetzt sammle ich natürlich auch hier diese schönen Action-Kult Uncut-DVDs und der passt natürlich jetzt auch in die Reihe. Jetzt weiß ich halt noch nicht genau, was ich mit der Hardbox mache. Mal sehen. Vielleicht erscheint sie ja in meinem nächsten Verkaufsvideo. Dann habe ich mir einen Film geholt, den ich vorher nicht kannte, den habe ich mir auch gestern Abend direkt reingezogen, und zwar Kiss of Death mit Nicolas Cage, David Caruso, bekannt aus CSI Miami, und Samuel L. Jackson spielt hier mit, relativ unbekannt zu der Zeit noch. Er ist so ein kleiner Gangsterfilm, David Caruso spielt so einen
ehemaligen Autoknacker. Nicolas Cage ist der Sohn von einem Gangsterboss und ist auch ein bisschen durchgeknallt. Und Samuel Jackson spielt halt einen Cop. Der Cousin von David Caruso überredet ihn dann bei einem Deal noch, also bei einem Auto-Deal nochmal mitzumachen. Er will aber eigentlich aus dem Geschäft nicht aussteigen und will eigentlich keine Deals mehr machen, weil er mit seiner Familie, hat Frau und Kind, eigentlich dem Ganzen den Rücken kehren möchte, weil er mit Nicolas Cage aber was schuldet und Nicolas Cage ihn eventuell sogar töten würde, lässt David Caruso sich dann überreden, mal dem Deal mitzumachen. Natürlich kommen die Bullen, er wird festgenommen, kommt dann auch ins Gefängnis, sitzt die Strafe ab, geht auch kein Deal ein. Doch zwischenzeitlich wird seine Frau dann überfahren, wird also bei einem Verkehrsunfall überfahren. Sein Cousin hat ihn auch die ganze Zeit belogen und er spielt dann die Gangster gegen seinen Cousin aus, sodass sie ihn dann aus dem Weg räumen. Und später geht er dann doch noch einen Deal ein, weil die Bullen ihn auch nicht in Ruhe lassen. Also war ein wirklich stimmungsvoller und richtig cooler Gangsterfilm. Ist auch ein Remake eines 1943er Gangsterfilms, der Todeskuss hieß, den ich allerdings noch nicht gesehen habe. Den muss ich mir auch noch besorgen. Also macht auf jeden Fall Spaß, der Film. Hat eine schöne Atmosphäre. Typischer 90er Film. Ja, den musste ich mir dann auch mitnehmen. Dann ein Film, den ich seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen habe. Den habe ich zuletzt gesehen, da hatte ich den noch auf VHS. Das war ja 98, 97 vielleicht um den Dreh. Jetzt nach 15 Jahren bin ich mal sehr gespannt, ob der Film mir noch gefallen wird. Und zwar geht es um Nur über deine Leiche. Ich habe Ewigkeiten darauf gewartet, dass der Film erscheint und plötzlich gab es ihn bereits. Habe das durch Zufall bei Amazon entdeckt, habe mir dann direkt bestellt. Ich glaube, der hat 4 Euro gekostet. War eine richtig coole Komödie, also so habe ich eine Erinnerung. Es geht halt um Judge Reinhold, den man ja kennt aus Beverly Hills Cop, aus Gremlins, einigen 80er Filmen noch. Und dann geht es hier um so eine Beziehung, die, ich glaube, Elizabeth Perkins hier und seine Frau sind Geschwister. Er hat was mit der Schwester seiner Frau, die erwischt die dann, flippt aus und im Affekt bringt sie dann die Frau um und dann müssten sie die Leiche beseitigen. Doch das Ganze ist leichter gesagt als getan. Also es kommt immer wieder zu Komplikationen, zu auch sehr lustigen Situationen, in die sie dann reingeraten beim Leiche entsorgen. Also der Film hat mir damals auch zumindest sehr gut gefallen. Ich werde ihn mir auch die Tage nochmal angucken. Bin sehr gespannt, ob er mir heute auch noch gefällt. Aber für 4 Euro konnte man da definitiv nichts falsch machen. Ja, dann habe ich noch einen Klassiker geholt, einen Science-Fiction-Film nach Jules Verne. Und zwar Tauchfahrt des Grauens, hier in dieser Cinema Classics Collection. Doug McClure spielt hier mit, der bekannt ist aus einigen dieser Science-Fiction-Filme aus dieser Zeit, 70er Jahre. Trashig der Film, auf jeden Fall. Wie man schon hier sieht, ein paar richtig coole Monster sind auch dabei. Ich hatte den Film mal zur Hälfte gesehen. Ich hatte ja diese Jules Verne Box, da war der Film auch drin, da habe ich mal reingeschaut. Habe die dann wieder verkauft, weil da doch einige Filme dabei waren, die waren nicht so gut. Und das Cover hier gefiel mir auch so gut und der Film hatte jetzt, glaube ich, 6 Euro gekostet. Dann habe ich mir doch nochmal bestellt. Auf jeden Fall ein sehr geiler, trashiger 70er Jahre Science-Fiction-Film. Dann ein Film, ja, ein Liebesfilm. Ich mag auch solche Filme gerne und vor allen Dingen sehe ich auch sehr gerne John Cusack. Deswegen habe ich mir Weil es dich gibt geholt. Für mich einer der schönsten Liebesfilme, den ich je gesehen habe. Hier geht es um dieses Pärchen, John Cusack und Kate Beckinsale. Er steht kurz vor der Hochzeit und sie ist auch vergeben. Ja, und er ist auf Weihnachtseinkäufen in einem Einkaufszentrum unterwegs und möchte irgendwelche Handschuhe kaufen. Sie greift gleichzeitig auch zu diesen Handschuhen. Ja, und dann überlässt er ihr die Handschuhe und zum Dank gehen die beiden dann einen Kaffee trinken. Er möchte sie gerne wiedersehen. Und ja, sie sagt dann, das wäre nicht möglich, aber wenn das Schicksal es will, dann werden die sich wiedersehen. Und ich glaube, dann schreibt sie in ein Buch ihre Telefonnummer. Und er schreibt seine Telefonnummer auf einen Geldschein. Dann wird sie den Geldschein in Umlauf bringen und er wird das
Buch oder sie, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, wird das Buch an einen Buchhändler verkaufen und das wird dann immer so weiterverkauft. Und dann, falls irgendeiner von beiden dann diesen Geldschein oder das Buch in den Händen hält, dann wäre das ein Wink des Schicksals und sie könnten sich dann ja, miteinander wieder treffen. Es dauert dann aber auch, glaube ich, ein, zwei Jahre, bis das dann geschieht. Und irgendwann kommen sie dann auch zusammen. Und er hat mir einfach richtig gut gefallen, der Film. Und John Cusack sehe ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich mag ihn, weil er so nicht so festgelegt ist auf irgendeine Rolle. Er spielt da wirklich in jedem Genre mal mit. Horror, Action, Science Fiction, Katastrophenfilme, Komödien. Ich mag ihn sehr gerne. Deswegen muss ich mir den natürlich auch holen. Ja, dann gab es beim Saturn ein paar DVDs von Asmodee Elite wieder im schönen Schuber für 4,99. Da habe ich mir einmal mitgenommen A Lonely Place to Die. Den hatte ich schon des Öfteren in der Hand gehabt. Den habe ich damals auch, ich glaube, in der Bibliothek mal ausgeliehen und gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ein sehr, sehr guter und sehr spannender Thriller, der in irgendwie in Highlands anfängt, irgendwo ja, in den schottischen Highlands. Ja, so eine Gruppe ist unterwegs auf einer Wanderung und Bergklettern etc. und finden dann in der Erde, also im Boden, eine Grube, wo ein Mädchen eingesperrt ist, welches sie dann befreien. Das Mädchen wurde entführt, dort dann untergebracht und sie nehmen das Mädchen natürlich mit. Und die Entführer sind ihnen dann natürlich auf den Spuren. Der Film ist wirklich unheimlich gut gemacht, sehr gut in Szene gesetzt. Spielt dann auch nicht nur in den Highlands, geht dann auch in der Stadt weiter und hat ein wirklich grandioses Ende. Also den Film sollte sich auch wirklich jeder mal besorgen. Ist ein richtig geiler Film, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und für 4,99 im schönen Schuber, leider mit dem festen Flatschen, das ist bei Asmodee Elite ja immer so. Aber die Amaray hier drin hat dann ein Wendecover. Und ja, die Schuber mag ich dann trotzdem. Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen Trespass mit Nicolas Cage und Nicole Kidman. Ist ja so ein ja, mehr oder weniger Remake von dem französischen Film Kidnapped, der etwas härter, ein bisschen brutaler zur Sache ging und auch ein etwas anderes Ende hatte, aber die Grundstory ist im Grunde dieselbe. Der Französische hatte mir natürlich besser gefallen, aber der Film hat mir auch gut gefallen. So ein Pärchen, die sind gerade in ein neues Haus gezogen und ja, dann hatten die Handwerker da und die Handwerker haben eigentlich das ganze Haus nur ausspioniert, Kameras angebracht und wollen im Grunde an das Geld ran. Ist auch sehr spannend inszeniert, ich glaube ja von Joel Schumacher, ja bekannt von Nicht auflegen, 8mm, Batman Forever und so weiter. Ja, das Telefon, ich mach's mal gerade aus. So, weiter geht's. Ich habe mir noch ein Mediabook gekauft und zwar Illuminati auf dem Flohmarkt für 4 Euro. Ja, der kostet ja teilweise bei Amazon und sonstigen Läden 18 Euro und hier habe ich es für 4 Euro bekommen. Ja, hier ist dann so eine Banderole drum, die kann man abmachen. So ein, wie nennt man das, L? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man es abmachen, hat man natürlich keinen festen Flatschen drauf. Der Aufkleber hier ist auch nur auf der Folie. Der Film hat mir sehr gut gefallen, ist eine sehr gute Fortsetzung von Da Vinci Code. Und war zwar nicht so gut wie der erste, aber hat mir durchaus gefallen. Das Mediabook ist auch sehr schön. Und für 4 Euro kann man ja auch nicht meckern. Deswegen musste ich es mir auf jeden Fall mitnehmen. Es war so eine 5 Filme für 20 Euro Aktion. Ja, den Film sicherlich kennt den auch jeder. Und dann habe ich mir mitgenommen eine Blu-ray mal. Und zwar ist das Mimic in der Special Edition von Studio Canal. Hier in diesem schönen Pappschuber, ähnlich wie Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn. Ist ja so eine Reihe, wo das rausgekommen ist. Der Flatschen ist nur aufgeklebt. Der Film hat mir sehr gut gefallen, war ja ein richtig cooler ja, Tierhorrorfilm, könnte man schon sagen. Es geht ja hier um irgendwelche Insekten, ich glaube um Kakerlaken oder sowas, riesengroße Kakerlaken. Aber sehr gut umgesetzt, der Film. Ist ja auch von Guillermo del Toro, der auch wirklich einer der besten spanischen Regisseure ist, der zum Beispiel Hellboy gemacht hat. Ja, hat mir sehr gut gefallen, deswegen musste ich mir den natürlich mitnehmen. Hat nur 10 Euro gekostet hier im Schuber. Finde ich sehr gut, den Film. Ja, und dann hatte ich mir relativ günstig bestellt
Bei eBay, glaube ich, war das. Mit Versand habe ich 13 € bezahlt, und zwar die Halloween Perfect Collection hier in dieser schönen Tinbox. Da ist im Grunde alles drin, was man so braucht als Halloween-Fan. Ich zeige euch das mal. Also hier hat man dann, kann man das so öffnen. Dann hat man hier einmal wieder so ein Spielzeug dabei. Das ist so ein Flashlight. Wenn man das sehen kann, der leuchtet dann so. Ob man es braucht, keine Ahnung. Ja, dann haben wir hier so ein Filmprogramm. Dann haben wir hier so ein Booklet. Da stehen einige interessante Sachen über Halloween drin, über die Darsteller. Dann haben wir hier ein Filmcell. Kann man jetzt nicht erkennen. Ich weiß auch gar nicht, was drauf ist. Dr. Loomis ist drauf. Es ist Dr. Loomis. Ja, und dann haben wir hier eine dicke Amaray, schön sicher eingepackt. Da haben wir dann das schöne Cover drauf. Perfect Collection. Hinten sieht das Ganze so aus. So, und dann haben wir hier drin vier Discs. Und zwar haben wir hier einmal Halloween, die Nacht des Grauens. Ich glaube, das ist die ganz normale DVD-Version. Dann haben wir hier den Film in der TV Extended Version. Dann haben wir hier die Dokumentation Halloween, a Cut Above the Rest. Dokumentation und Hintergrundinfos. Und dann haben wir hier, und das finde ich richtig geil, noch den Soundtrack mit dabei. Und ich habe zwar die große, schöne Hardbox, allerdings ist da ja nur die Blu-ray drin, wo ich von der Qualität auch nicht unbedingt so überzeugt bin. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, die große Hardbox zu verkaufen und mir einfach diese Perfect Collection zuzulegen, da diese hier wirklich für 13 € mit Versand absolut genial ist. Ja, eventuell kriege ich diese Box noch ein zweites Mal und eventuell wird dann diese Box der erste Preis sein, der Preis für den ersten Platz in meinem Gewinnspiel. Ich muss aber noch mal schauen, ob ich die wirklich kriege. Dann wird die definitiv Platz Nummer 1 sein. Dann könnt ihr diese bei mir gewinnen, wer Interesse daran hat. Ja, ich hoffe, mein Update hat euch gefallen. Ab morgen gibt es dann wieder meine Top 10 Listen. Gestern das erste Mal, dass ich kein Video hochgeladen habe. Ich habe leider ja, keine Zeit gehabt. Ich war nicht da und habe mich auch mehr oder weniger zum Flohmarkt gequält, weil ich vorgestern Abend weg war. Und ja, ging bis morgens um 5 und der Tag war dann gestern ziemlich anstrengend. Naja, nichtsdestotrotz geht es morgen dann weiter. Und wie gesagt, nächste Woche Montag werde ich mein Gewinnspiel inklusive dem neuen Update dann hochladen. Und es wird dann, wie gesagt, eine Schätzfrage geben. Mal sehen, wer richtig liegt. Drei Plätze wird es natürlich geben. Falls es zwei gibt, die den gleichen Platz belegen, wird dann ausgelost. Ja. Das war's für heute. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.